Herzlich willkommen zum Rundgang der Bibliothek der Pädagogischen Hochschule. Hier zeige ich Ihnen Grundlegendes über die Nutzung und den Räumlichkeiten der Bibliothek. Wir sind für alle Studierende da. Die Nutzung der Bibliothek ist für Sie als Studierende kostenlos. Die Öffnungszeiten der Bibliothek sind montags bis freitags von 8 bis 8 Uhr abends und am Wochenende Samstag und sonntags von 9 bis 18 Uhr. Gleich neben dem Haupteingang befindet sich der Rückgabeautomat. Hier können Sie rund um die Uhr Bücher zurückgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Video Ausleihe. Gleich neben der Haupteingangstür befindet sich ein Kartenaufwerter, mit dem können Sie Ihre PH-Karte oder Ihren Bibliotheksausweis aufwerten. Mit dem Betrag können Sie eventuell anfallende Bibliotheksgebühren bezahlen oder auch in der Mensa können Sie so bezahlen. Neben dem Kartenaufwerter befindet sich ein Gerät, mit dem können Sie den Betrag Ihrer PH-Karte auf Ihr Druckerkonto umbuchen und mit diesem Betrag können Sie dann die Multifunktionsgeräte benutzen, eventuell scannen, kopieren, drucken, was Sie gerade brauchen. Im Eingangsbereich der Bibliothek befinden sich Rechner, die Ihnen zur freien Verfügung stehen. Weitere Informationen zu Arbeitsplätzen finden Sie im Video namens Arbeitsplätze. Diese Glastür führt Sie ins Untergeschoss. Dort sind die Schließfächer, wo Sie Ihre Mäntel, Jacken und Taschen aufbewahren können. Wie die Schließfächer funktionieren, zeigt Ihnen das Video Schließfächer. In der Bibliothek sind nämlich keine Rucksäcken oder Taschen oder Ähnliches erlaubt. Sie können Getränke in geschlossenen Behältern mitnehmen, Essen ist dagegen untersagt und für Ihre persönlichen Dinge können Sie gerne einen Bibliothekskorb benutzen. Die Toiletten befinden sich außerdem im Untergeschoss. Neben mir befindet sich die Information, sie ist Ihre erste Anlaufstelle für Fragen. Die Information ist von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr für Sie besetzt. Außerhalb dieser Zeiten können Sie sich gerne an die Servicetheke wenden. Wenn wir durch die Buchsicherungsanlagen gehen, treten wir in den inneren Bereich der Bibliothek. An der Servicetheke können Sie einmalig Ihre PH-Karte freischalten lassen. Dafür müssen Sie im Vorfeld auf die Webseiten der Bibliotheksausleihsysteme gehen und sich dort mit Ihrer PH-Kartennummer und Ihrem Login anmelden. Wenn Sie kein PH-Mitglied sind, können Sie sich als externe Nutzer, Nutzerin anmelden. Dazu gehen Sie auf die Bibliothekshomepage, drucken das Anmeldeformular aus oder Sie bekommen es auch an der Servicetheke. Hier wird Ihr Konto auch angelegt. Falls Sie Ihre Bibliothekskarte verlieren sollten, melden Sie das bitte im Service-Schalter, damit wir Ihr Konto sperren lassen können. Sie haften sonst für den Missbrauch Ihres Bibliotheksausweises. An der Servicetheke bezahlen Sie eventuell angefallene Gebühren bargeldlos. Hier können Sie auch alle Fragen rund ums Bibliothekskonto stellen. Gleich neben der Fensterfront befindet sich ein Aufzug, den können Sie benutzen. Mit den Selbstverbuchern können Sie selbstständig die Bücher ausleihen. Gegenüber der Selbstverbucher befindet sich das Vormerkregal. Hier können Sie Ihre Bücher abholen, die für Sie vorgemerkt sind. Falls ein Buch ausgeliehen ist, können Sie es über den Bibliothekskatalog vormerken. Wie Sie das genau machen, erfahren Sie in den digitalen Einführungen während der Beratungswoche. Bei Interesse können Sie sich über die Webseiten zu einem Termin anmelden. Sobald das ausgeliehene Buch zurückgegeben wird, werden Sie per E-Mail darüber benachrichtigt. Dann können Sie das Buch in diesen Vormerkregalen abholen. Dafür gucken Sie nach den letzten beiden Ziffern Ihrer PH-Kartennummer und in dem Regal befindet sich das Buch mit der gesamten Nummer. Dieses Buch können Sie dann bei den Selbstverbuchern noch ausleihen. Über das Treppenhaus gelangen Sie in die verschiedenen Buchbereiche. Die Bücher sind auf den 5 Stockwerken nach Fachgebieten aufgeteilt. Eine Übersicht darüber befindet sich im Treppenhaus. Die wichtigsten Fachgebiete Pädagogik und Psychologie befinden sich im Erdgeschoss im Anbau. Die gedruckten Bücher befinden sich offen in den Regalen. Abgesehen von den gedruckten Büchern haben wir noch zahlreiche E-Books und in jedem Stockwerk befinden sich Arbeitsplätze. Damit Sie ruhig und konzentriert arbeiten können, empfehlen wir, dass Sie sich bitte ruhig verhalten. Im Untergeschoss befinden sich die Multifunktionsgeräte. Hiermit können Sie drucken, kopieren und scannen. Weitere Informationen befinden sich auf dem Infoflyer des ZIGS. Im ersten Obergeschoss auf der rechten Seite befinden sich die Semesterapparate. Hier stellen Lehrende der Pädagogischen Hochschule die wichtigste Literatur zu ihren Lernveranstaltungen zusammen. Die hier stehende Literatur können Sie nur in den Räumen der Bibliothek benutzen oder mit einer Kurzausleihe über Nacht oder übers Wochenende ausleihen. Im ersten Obergeschoss befinden sich außerdem die Zeitschriften. Die laufenden Jahrgänge
stehen in den Schrägablagen und die älteren Jahrgänge gebunden dahinter. Die Zeitschriften können Sie leider nicht ausleihen, doch Sie können die Aufsätze, die Sie brauchen, kopieren oder scannen. Abgesehen von den gedruckten Zeitschriften verfügen wir auch über ein zahlreiches Angebot von elektronischen Zeitschriften. Im ersten Stockwerk befindet sich unser Buchscanner. Weitere Informationen finden Sie im Video Buchscanner. Wir befinden uns im dritten Stockwerk, aber in jedem Stockwerk befindet sich ein Rechner, mit dem Sie Zugriff auf den Katalog haben und auf den Freiburger Gesamtkatalog. Hier können Sie nach der Standnummer recherchieren vom Medium, das Sie gerade brauchen. Außerdem haben Sie Zugriff auf Ihr Bibliothekskonto. Falls Sie ein Smartphone oder Laptop dabei haben, können Sie somit aufs WLAN zugreifen im gesamten Gebäude und Sie können jederzeit auf den Online-Katalog zugreifen. Im dritten Obergeschoss befinden sich die CDs und DVDs, die Sie auch entleihen können. Außerdem finden Sie gedruckte Tageszeitungen, die Sie hier vor Ort lesen können. Daneben hält die Bibliothek noch ein breit gefächertes elektronisches Angebot an deutschen und internationalen Tages- und Wochenzeitschriften mit Pressreader bereit, das Sie auch außerhalb der Bibliotheksräume nutzen können. Damit beenden wir den Rundgang durch die Bibliothek. Ich hoffe, Sie haben einen kurzen Einblick in unsere Bibliothek und unsere Dienstleistung bekommen können. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich zu einer der digitalen Einführungen in die Katalogrecherche während der Beratungswoche anmelden. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr Studium und würden uns freuen, Sie bald persönlich bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank!